Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Minecraft. Wolke, wie siehst du das? Spielen wir jetzt hier Minecraft auf High Grafik? Na, aber vom Feinsten und mit ganz anderen Grafikdingern und allgemein völlig anders aufgebaut. Ich habe ein neues Häschen. Komm her, gib es her. Juhu, wir haben ja ein Häschen. Was ich gerade noch fragen wollte, was ich bei der Aufnahme machen wollte, damit die Zuschauer auch hören. Vermehren sich Hasen? Was? Nein. Das weiß ich auch nicht. Ich hatte ein paar in meinem Käfig, aber... Blöd, Alter. Jetzt habe ich den Hasen neben den Käfig gesetzt und deswegen ist der weggerannt. Direkt gesehen habe ich es nicht. Deswegen, ich sammle die einfach alle hier in dem Käfig und... Es leckt bei mir auch gerade ein bisschen. Ich hoffe, das liegt nicht an der Webcam. Wäre unschön. Also ein Hasenkäfig ist bei mir voll. Ich konnte aber nicht beobachten, ob die sich jetzt da großartig drinne vermehrt haben. Ich kann meine Waffe. Hä? Was ist das jetzt? Ich kann nichts machen. Meine Maus reagiert nicht. Oh, so was ähnliches hatte ich letztens auch. Da musste das Spiel nochmal beenden. Wir sehen uns gleich wieder, Jungs. Bis gleich. Und jetzt auch mal Ankündigung mit Kamera. Moin, Jungs, da sind wir. Oder Mädels, oder Verwandte, unverwandte Tiere, Haustiere, Kannibalen. Und Alter, was ein Leck. Das war der Anfangsleck, den wir mal haben. Ich hoffe, dass es jetzt geht. Ich halte mich gerade bei Wolke wieder mega krass wieder. Da ist wahrscheinlich wieder das Gesicht im Mikro drinne. Was sich hier bei uns in der Base erstmal wieder an Stöckern sammelt, finde ich irgendwie geil, muss ich gestehen, weil da müssen wir nicht rausgehen. Können wir einmal am Anfang der Folge mal durch die Base hacken und kriegen hier erstmal so 50 Trilliarden Stöcker. Die 20 Hauslurche, die wir... Das ist bei mir auch so. Ich darf nicht Hauslurche sagen, sonst heißt es, du musst krunk nach. Die 20 Lurche, die wir hier an unserem Drying Rack aufgehangen haben, gibt es auch noch. Oh mein Gott, hier sind Bären. Oh mein Gott. Nicht essen die Bären. Moment. Sammeln. Hasenbeutel und sammeln den Spaß hier. Wegdrehen, damit ich es auch sammeln kann. So, oh, geil, blaue Bären. Letztes hatte ich da 30 Stück oder so davon. Das war geil. Guck mal, hier unten ist ja auch immer ein Bärenbusch, was hier gerade so wächst. Hier sind jetzt die weißen Bären. Die sammle ich auch mal. Ich weiß noch nicht, vielleicht gibt es ja in der späteren Version des Spiels irgendwann Verwendung für den Sport. Ja, weiße Bären kannst du doch nicht essen. Nee, weißt du, sind giftig. Es gibt die blauen, die kannst du essen und daraus Farbe machen. Dann kannst du deine Waffen blau färben. Und es gibt die orangenen, orange. Da läuft ein Lurch. Genau auf meiner Nase läuft ein Lurch. Wenn ich ins Inventar gehe, läuft er durch mein Inventar. Das ist seltsam. Lurch! Wo ist der Lurch? Eines Tages werde ich nicht von mir. Kann man die gelben Pilze essen? Man kann die gelben Pilze essen, super. So, unsere Buggy-Tür geht immer noch. Ist der Hase jetzt eigentlich wieder da? Ah, geil, der Hase, den ich gerade aus Versehen freigelassen habe, ist wieder da. Hase? Glück im Unglück. Ich habe einen Hasen, sehr schön. Und den... Und es leckt auch nicht mehr. Den platziere ich jetzt mal in C. 4 Hasen in einen Käfig, der ungefähr so groß wie 6 Hasen ist. Ist bestimmt auch keine Masttierhaltung, das muss so sein. Ich muss jetzt auch mehr merken... Nein, die das ist ganz... Boah, wie viele Lurche. Das ist ganz artgerecht. Ich esse mal einen Hasen. Ja, der Wolke war in der letzten Aufnahme leider nicht dabei, weil ich ihn nie erreicht habe. Hier ist unsere Bucky-Welten-Tür, die irgendwie... Ich habe mir hier eine Tür gebaut. Ich habe das so gemacht, dass die Dinger aneinander hängen, ne? Die Zäune. Und da ist der Zaun in die Erde reingegangen und dadurch ist die Tür so buggy, dass die jetzt halb in der Erde steckt. Und, naja... Ich kann es schlecht erklären. Das musst du dir, glaube ich, im Let's Play mal angucken, wenn du dafür die Zeit hast. So, was war unsere... Werde ich dann mal machen. Wir brauchen jetzt noch... Ich guck mal ganz kurz hier durch. Ach ja, was ich dann sagen wollte, es gibt zwei Änderungen, also nicht zwei Änderungen, zwei Dinge, die ich dir zeigen wollte. Einerseits, wenn du... Wusstest du, wenn du Rehe tötest, dass du dir das anziehen kannst, dann sieht man da zwar dein Lurchkostüm nicht mehr, aber das sieht voll geil aus dann. Ja, das habe ich nämlich schon... Als erstes gemacht. Was war das? Und wusstest du, das wusste ich nämlich nicht, dass wenn du... Es gibt, du kannst auch Zähne sammeln, du kannst Triceps sammeln und du kannst Federn sammeln. Wusstest du, dass es geheime Crafting-Rezepte gibt, wenn du dein
wenn du deine Axt, gibt es so eine Keule mit, aus der feuchten Reden, auch eine geile Redewendung. Es gibt doch diese Axt mit der, diese Keule mit dem Schädel drauf, gell? Diese mega super Waffe, ja. Genau. Und wenn du diese Keule in dein Crafting-Inventar legst und dann dazu einen Zeppling legst, einen braunen, oder und dann eine Feder oder eine einen Zahn, dann hat das folgende Wirkung. Ein Zahn. Wenn du eine Feder dazu legst, dann wird der Schläger auch schneller. Wenn du einen Zahn dazu legst, kriegst du mehr Power damit. Am Ende bist du geht das bis zu One-Shot. Mit der Keule. Und so schnell, dass die Barbaren nicht mehr angreifen können. Ich weiß, das hatte ich nämlich letztens durch, das war echt ein lustiger Zufall. Hatte ich morgens vor der Schule ein bisschen Zeit, dachte mir so, okay, guck's einfach mal bei YouTube ein bisschen rum. Und hab ein Video von Gronk mir angeschaut, ja, genau da kann das nämlich drin. Genau, da habe ich das auch gefunden. Und das kannst du aber auch bei deinem, Es gibt bei allen, ja, ich hab's, am Anfang hab ich's bei dem, Dings gemacht. Bei dem, bei der Axt zum Bäume fällen. Genau, da habe ich auch ein paar Zähne drauf. Also auf meinem, auf meiner Schädelwaffe habe ich insgesamt schon 34 Zähne und 4 Federn. Und auf meiner selbst gecrafteten Axt habe ich einen Zahn. Auf meiner Crafting-Axt habe ich 80 Zähne und 20 Federn und auf meiner Crafting-Club habe ich 20 Federn, ne, eine Feder und 20 Zähne. Ja. Also kannst du, ich weiß jetzt nur noch nicht so genau, ob sich das Ganze dann auch darauf auswirkt, ob man schneller auf Bäume fällt dann mit der Axt. Also ich hab's probiert und ich fand, du machst genau dieselben Schläge, aber ich fand, es geht echt schneller. Also die Geschwindigkeit, ja, also, die Geschwindigkeit geht schneller. Also du, okay. du brauchst ja, insgesamt 16 gesagt, Schläge so. Mit der Axt, das habe ich ausgezählt. Aber, ja, ich finde es ging schneller. Und damit mal auch gleich, wir werden uns jetzt gleich mal, liebe Zuschauer, bevor wir loslegen hier, werden wir uns jetzt noch mal die letzte Axt holen, die wir noch nicht haben. Es tut mir leid, dass ich die Folge am Anfang so oft unterbrechen muss, aber es gibt halt eine Menge, die ich erstmal den Zuschauern ja so ein bisschen ins Gesicht werfen muss. Zum Beispiel meine Axt. Mach ruhig. Und ich darf nicht vergessen, in die Webcam zu gucken. Ich habe jetzt die Webcam an, das erste Mal, weil ich momentan so viel Vorlauf habe und da genug Zeit habe, mit der Webcam rumzuspielen und zu gucken, wie das funktioniert. Ich denke mal, ich werde das im Endeffekt entweder unten in die Mitte gepackt haben, oder ich guck mal, ich werde sie über das Inventar, wo über das Zeichen, wo steht, ja, sie brauchen jetzt noch 104 Gatherlocks, ein Gatherrock und 50 Gathersticks. Es wird noch eine ganze Arbeit, das zusammenzubekommen. Aber wir haben in der letzten Folge schon 60, 70 oder so zusammengesammelt, also das, so ist es ja nicht. Steine, toll. Ja, und damit kommen wir zurück. mal eine andere Frage, und zwar hatte ich mir gedacht, hier baust du schön bei deinem Baumhaus schöne Plattform und dann zwischen dem schöne Leiter, so eine schöne Brücke dahin und so, und irgendwie kann ich aber die Brücke nicht zwischen die die Dinger bauen, zwischen die Bäume, weil ja. Ich krieg das nicht hin. Du hast aber normale Plattform gebaut, ohne was anderes, also ganz normale Plattform. Dann musst einfach du, so eine Plattform. Dann musst du dieses diese Brücke nehmen, ne? Da hast du am Anfang ja wie so eine große Holz, so einen großen Holzstab einfach nur. Ich kann keine Köpfe mehr aufsetzen. Genau, den so einen einzelnen. Oh mein Gott, Federn, 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 Federn! Warte mal ganz kurz, du musst Federn sammeln, Federn sammeln. Komm her. Geht gleich los. Ah, jetzt schau mich die Vögel nicht, da ich habe keine Ausdauer mehr. Okay, dann müsste doch eigentlich der Stock, dann müsste doch eigentlich das Zeichen kommen, wenn das weiß wird, gell, wenn du es unten drunter hängst. Ja, und das kommt bei mir irgendwie nicht. Du musst, jede Plattform hat vier, Andockstellen. Die sind unter der Plattform, du musst den so leicht unter die Plattform, so einen Meter hinter die Plattform musst du das hängen. Und dann reagiert das. Und den Rest verstehst du dann, glaube ich, von alleine, wenn du das einmal rausgerafft hast. Rausgerafft hast? Das ist nicht in Deutsch. Aber an den einzelnen Baum einfach so, kann ich das da auch dran klatschen? Nee, das geht wirklich nur an diese Plattform, habe ich auch feststellen müssen, leider. Ist ein Koffer ohne Ende, das gefällt mir schon mal sehr gut. Hast du eigentlich mitbekommen, ob die Koffer zufällig respawnen? Ob die aufgehen wieder? Ob die nach einer Weile wieder...
Das habe ich noch nicht mitbekommen, ne. Hab irgendwie das Gefühl, dass das so ist. Ich weiß nicht, ich finde irgendwie Koffer, wo ich vorher schon war. Hast ja auch ständig hier neue gestrandete Typen. Die alle sterben, außer ich. Ich bin der einzigste Mensch auf der ganzen Welt, der den es ermöglicht ist, auf diesem Planeten, auf dieser Welt hier zu überleben. Weißt du wie? Das... Ja. Ich bin schon ein Überlebenskünstler. Hat mir auch meine Mama früher mal gesagt. Wir sollten uns geerbt fühlen. Ich finde Tennisbälle. Oh, wer nimmt denn Tennisbälle mit in die Südsee? Also. Lurch. Ich würde es machen. Lurch. Toter Lurch. Wie viel haben wir denn momentan? Wir haben momentan 1500 Blätter. Ich glaube, das sollte für 1-2 Lurch-Skins reichen. Na, bist du da sicher? Ja, nicht mehr ganz. So. Da haben wir schon mal wieder 2. Und dann equip ich mir mal gleich ein. Da haben wir wieder volle Rüstung und ich weiß nicht, wie gelurcht wir jetzt momentan sind. Da wir den Rehpelz anhaben, sehe ich das ja leider nicht. Ich sehe aber eine Menge Feinde, die auf mich zukommen. Ich würde gerne meine... Ich habe 4 Federn, das ist sehr gut. Dann nehme ich mal die 4 Federn, dann nehmen wir uns mal 4 davon und machen uns mal eine schnellere Axt. Das sieht gut aus. 3 Stück sind's. Hallöchen! Na, wie geht's der Dame? Tut mir leid, das ist für das Wohl des Let's Plays. Oh oh, ich bin... Hast du gerade ein bisschen Besuch von... Nö, ich lauf gerade am Strand entlang. Ein paar Hinterräder. Und da waren gerade 3 und ich dachte mir, jetzt musst du langsam mal deine Waffe upgraden und deswegen... Und 2 Lurch habe ich auch noch gefunden. Oh, ich kann den Lurch nicht mehr mit mir rumschlagen. Lurch. Ah, die kommen zurück, die Herrschaften. Ja. Noch nicht genug, hä? Immer noch nicht genug. Oh, Alter, ich mach die. Die können nicht mal zuschlagen. Und der Herr hier drüben noch? Super. Wie viele Zähne habe ich denn jetzt gerade? Ach, nur 21. Na, dann würde ich sagen, wir machen uns mal eine One-Shot-Waffe. Hä? Wie siehst du das, Wolke? Klingt nicht schlecht. Kann man, denke ich, mal immer gut gebrauchen. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Und Glück. So, jetzt müsste theoretisch 42 Zähne auf der Waffe und 5 Federn. One-Shot-Waffe kann sich sehen lassen, denke ich mal. Ja, sehe ich auch so. Ich würde mich ja freuen, wenn man aus den Schildkrötenpanzern irgendwann noch Suppenschüsse oder sowas machen könnte und anfangen könnte, Suppe zu essen oder sowas. Weißt du wie? Ja, oder extra Panzer für die Rüstung. Ja, mit Schildkrötenpanzer rumlaufen sieht, glaube ich, komisch aus. Findest du nicht? So, denke ich mal, 100% mega effektiv. Wenn du dich da drin noch bewegen kannst, ja. Also zerrupen kannst du so einen Schildkrötenpanzer nicht von puren Händen. Das gestaltet sich, denke ich, halt ein bisschen schwer. Klemmst dir halt eben vorn Bauch ein und hinten auf dem Rücken ein und dann... Ja, was würde dich jetzt im richtigen Leben? Stell dir mal vor, da ist ein Schildkrötenpanzer auf dem... Du würdest doch mega bewegungsunfähig sein. Nö, ja, es kommt drauf an, je nachdem wie stand du halt den drum hast, wa? Der Wolke, der stellt sich das Leben hier so ein bisschen einfach vor. Wir hier immer. Als erfahrene Inselexperten können ihm berichten, dass das gar nicht so leicht ist, ne? Also, da kann ich... da ist ein Reh, sehe ich gerade. Und da sind wieder Eingeborene. Aber ich muss sagen, mit dem neuen Schläger fürchte ich die Eingeborenen gar nicht mehr. Ne, die Eingeborenen fürchte ich schon noch. Aber die Barbaren, die Kannibalen fürchte ich nicht mehr. Jo, hier über Alkohol findet einfach... Ja, es scheinen alles Alkoholiker zu sein, die da in den Urlaub fahren. Ja. Vergessen. Mit den Haien kann man ja komischerweise nichts machen, aber rumschubsen kann man sie. Wie ein paar Kühe oder was? Ich frag mich nur gerade.
Erstens, warum mir der Vogel durch den Kopf geflogen ist. Und mir ging da gerade so ein Gedanke durch den Kopf. Oh, da sehe ich einen toten Eingeborenen mitten auf der Wiese liegen. Das lädt dazu ein... Nein, der ist nicht tot, der sonnt sich. ...mit meinem fleischgelüstigen Hammer einfach mal drauf zu klopfen. Guten Morgen, der Mann! Zähne? 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 Ich glaube, er war erfreut, mich zu sehen. Ich bin schon wieder blutig. Ah, guck mal hier, hier ist, wo wir in den ersten vier Folgen versucht haben, eine Behausung zu bauen, aber elendig verreckt sind, weil wir einfach zu blöd waren. Also ich war zu blöd, ihr habt euch tot gedacht. Ich denke mal, der Wolke wird jetzt nicht wissen, was ich meine. Der hat bestimmt das Let's Play nicht geguckt und jetzt bin ich sehr enttäuscht von ihm. Schleichwerbung. Also, ein paar Teile habe ich geschaut, aber ich glaube nicht alle. Es gibt gerade mal vier. Hey, ich bin ein vielbeschäftigter Mensch. Leute, habe ich zwei. Alter, ich habe gerade zwei Koffer mit einem Schlag geöffnet, ne? Was nennt sich Profi? Jetzt habe ich den Vogel aus der Luft gepflückt gerade. Hab nur leider, glaube ich, keinen einzigen Fehler bekommen. Oh, Fehler. Aber sah schon episch aus. Ist auch schwer, die Federn zu bekommen, ne? Ja, ich krieg die meistens so, wenn die sinnlos vor mir im Gesicht rumflattern. Ich muss aber sagen, ich verstehe immer noch nicht ganz den Sinn der Golfbälle. Aber ich möchte auch nicht die Logik der Entwickler bestreiten. Ich denke mal, die sollen ablenkend wirken, habe aber auch noch nicht festgestellt, dass es funktioniert. Ich denke mal, wie mit den Steinen, die du aufheben kannst, da kannst du, denke ich mal, die Dorfbewohner von dir ablenken. Das ist einfach hinter mir eine Patrouille Dorfbewohner. Haben die Feuer dabei? Nein, hab sie nicht! Alter, wie ich die hier niedermetze? Stirb! 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 Alter, ich hab grad eine ganze Patrouille Dorfbewohner mit einem Schlag vernichtet. Wie viel? Eine ganze Patrouille, drei Leute. Läuft bei dir. Hä, der lebt ja noch? Wieso steht der wieder auf? Die waren nur bewusstlos, die Trottel. Starb's ja nicht. Okay, was habe ich jetzt aufgehoben? Ich habe aufgehoben 22... Ich habe wieder 22 Zähne, das kann ja gar nicht sein. Das ist irgendwie strange. Komm her, also, du Hase. Müsste bei 42 dann enden. Ach, ich habe eine neue Waffe? Oh oh. Die lassen Waffen fallen, die Leute. So eine Knoch... So eine Waffe aus einem Arm, wo eine Wurzel drum ist. Und dann sind da Hände und sowas eingebunden. Das ist eklig. Ja. Ihr gebt mir ganz schön auf den Sack, wisst ihr das? Du meintest, bei The Forest gibt's auch Haie. Das, also, hab ich in Let's Play gehört. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Aber mit 97,39%igkeit. Nee, weil ich hatte ja überlegt, mir da mal ein Boot zu basteln, einfach mal so ein bisschen rumzudümpeln. Ich denke nicht, dass die das Boot kaputt machen können. Also momentan noch nicht. Ja. Wenn es welche geben sollte. Ja, oder generell, wenn ich hier in so einen ganz, ganz großen See steige, ich bin mir nicht sicher, ob da nicht auch irgendwie Haie mal drinne rumschwimmen. In einem See meistens eigentlich sowieso nicht. Das haben Haie so an sich, dass die nicht im See sind. Ja. Jetzt habe ich mir gerade meine ganze Armor verkackt bei dem Kampf gerade. Darum nehme ich mir gerade. Ja, das meine ich halt, weißt du, weil die, Eidechsen-Armor, die geht halt übel schnell runter, ne? Ja, ein Schlag, eine Armor. Aber du kriegst halt auch genug, das kann man, musst ja auch mal so sehen. Ich habe gerade eine Waffe bekommen, ich überlege, ja, Crafted Axe, Crafted Club, aber die hat keinen Namen.
kann die auch anscheinend irgendwie... So. Hä, jetzt hab ich's weggeworfen oder was? Na toll. Kann ich die ausrüsten? Ich kann die ausrüsten. Sieht nur verdammt eklig aus, das Ding. So. Ich behalte die mal, aber ich rüste mir die aus. Alter, ich habe 32 Zähne. Wie viele Zähne kriege ich denn aus so einem Vieh raus? Das ist also... Das ist unterschiedlich, also... Bin ich dann bei... 32. So. Also ich habe jetzt... angefangen mit 20 Zähnen, jetzt habe ich 74 auf meiner Axt. Ist wirklich sehr schwer, die abzugraden, muss ich gestehen. Also da habe ich gerade echt Probleme. Weiß nicht, wie das weitergehen soll. Also das ist echt hart hier. Ach, mein glaube ich dir. Das glaube ich dir sofort. Also ich meine, ich habe es ja selber hier total schwer. Also zumal bei mir eigentlich so gut wie nie Dorfbewohner vorbeikommen. Ja, irgendwie ist die Lage ist wirklich die geilste auf der ganzen, auf dem Ding, habe ich so das Gefühl. Ich habe jetzt schon ab und zu mal neue gehabt. Ich weiß ja nicht, wo du deins gebaut hast. Ich habe meins gleich, wenn du vom Hügel runterkommst, gebaut. Da kommt schon eine Patrouille ab und zu vorbei. Na, ich habe meine, wie gesagt, an dem einen etwas größeren See gebaut. Ja, da habe ich auch. Die Frage ist, wo? Hast du so, wenn... Also du kommst ja... Es gibt nur eine offene Seite, ne? Ja. Wenn du von der Seite kommst, hast du es auf der rechten oder auf der linken Seite gebaut? Auf der linken. Dann verstehe ich das, weil da kommt doch eigentlich, da habe ich mich informiert, da kommt eigentlich laut dem Spiel, kommen da Patrouillen lang. Ach, das ist gut. Also bei mir eigentlich, ja, ab und zu kommt auch mal was, aber ja, nee, das ist eher selten. Einmal pro Tag habe ich, glaube ich. Also das meine ich halt damit. Oder einmal alle zwei Tage. Ah, die kam doch einfach keine Chance, die spätestens jetzt ist es sowieso vorbei. Ne, ich baue mir jetzt unten am Strand ein Häuschen mit Defensivmauer drumherum. Da werde ich dann auch mal schauen, ein paar Fallen und so installieren und das wird dann meine neue Hut. Ein voll krass hier? Ich habe gerade hier mindestens 10 Leute umgebracht, jetzt sind schon wieder 3 da. Und gar nicht mehr auf an der Stelle hier. An dem Strand, wo ich in den ersten 4 Folgen versucht habe, was zu bauen und dann gestorben bin, weißt du? Ja, naja, die Mücken. Oh mein Gott, es gibt Haie! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Raus hier! Raus hier! Wie sinnlos war das jetzt bitte? Ich bin gestorben. An dem Hai oder was? Ja! Ich hab einmal, hä, was ist das denn? Da waren von mir 2 Haie. Continue, kann ich jetzt fortsetzen? Ich hoffe schon, Alter. Wie sinnlos war das? Bumm, tot war ich. Das möchte ich dann mal sehen. Ich hatte nicht mal eine Chance irgendwie. Ich will hier mal einen Hai sehen. Ich will dann mal wissen, wie die aussehen. Ich hatte nicht mal eine Chance, mich zu wehren. Der war 100 Meter von mir gefahren und auf einmal tot. Sie sind tot. Keine Chance, tot. Das ist halt ein Hai. Das sind die mega Viecher. Irgendwie habe ich gerade was fallen gelassen. Haha! Haha! Ist es geil! Okay, sehr schön. Ich hab. Es hat gespeichert beim letzten Speicherpunkt. Oh! Alter! Kurz laden. Jetzt habe ich aber gerade meine Existenz gebankt hier, also. Nee. Ist das jetzt Speicherpunkt? Ach doch, klar. Dann, oh, sind hier leider schwarze Bären. Das ist natürlich jetzt unpraktisch. Keine Blaubeeren mehr. Aber ich glaube, der Verlust von Blaubeeren
tröstet mich über den Verlust meines Todes hinweg. Glaube ich dir. Alter, das ist... Wie hart war das denn jetzt bitte? Also, ja, das war natürlich... Also, das möchte ich dann echt mal sehen, wie so ein Hai hier aussieht. Das war jetzt natürlich echt geplant. Wenn man drauf gefasst bin. Ich wollte jetzt natürlich den Zuschauern nur zeigen, wie man, wie Haie aussehen hier, ne? Das war professionell inszeniert von mir, also... Da spricht auch nichts dagegen. Eine komische Lanze hier. So, hier brauchen wir jetzt auf jeden Fall noch Stickies. Die sollte ich vielleicht mal sammeln. Okay, jetzt haben wir natürlich jetzt die ganzen Zähne für die Waffe nicht mehr. Das ist aber auch gar nicht so schlimm. Dann würde ich sagen, machen wir das später mal. Wir haben ja gesehen, wie schnell das geht, sich diese 50 Dinger zusammenzusammeln. Ich würde jetzt einfach sagen, wir gehen jetzt mal in den Wald hinein und fangen mal an, ein bisschen Holz zu ernten. Denn das brauchen wir auf jeden Fall. Und dann müssen wir dann ein anderes Mal nochmal zum Strand runtergehen und dann mal gucken, dass wir den ganzen Spaß, wir haben ja gerade echt viel gefunden, Sodas und Riegel und was wir nicht alles gerade gefunden haben. Aber müssen wir dann später mal gucken. Wie gesagt, also den Spielchen wollte ich jetzt echt nicht für sowas Sinnloses hingeben. Jetzt wissen wir, dass wir nicht ins Wasser zu gehen haben, wenn Heider da drin ist. Ja, ich wüsste halt nur mal gerne, wie sich... wie der aussieht oder ob der sich, macht er sich an der Oberfläche schon mal bemerkbar oder? Ja, du siehst die Hai, du siehst die Schwanzflosse. Und irgendwo klar, sieht okay. Er halt aus wie ein Hai. LOL! Jetzt habe ich den Baum gefällt, ne? Und da kam von hinten ein Reh an und ich habe das Reh einfach erstochen. Gut, geil, war das kann man denn? Machen. Habe ich jetzt zwei Rehfälle? Ich glaube, ich habe zwei Rehfälle jetzt an. Ich weiß es nicht. Wie geil war das denn? Koffer, wash it off for... Was ist denn eigentlich mit einer Infection? Hast du den schon mal gehabt? Weißt du, wie das funktioniert? Mit was mit? Du kannst dir hier eine Infection zufügen, wenn du mit Blut gecovert bist. Achso, nee, die hatte ich noch nicht, weil also dadurch, dass ich direkt an den Seen wohne, ist das erste, wenn ich das lese, eigentlich direkt in den See reinzurennen. Ja, ich auch. Scheint. Was ich halt glaube, dass die mögen, wenn man ihren Wald abholzt, weil ich habe jetzt schon echt... Hase! Ich habe jetzt schon echt hier einen Großteil des Waldes abgeholzt und kann sein, dass sie das vielleicht nicht mögen. Wäre jetzt so meine Vermutung. Wenn du hier so Jahrhunderte lebst, dann kommt da so ein Typ und ja, ich denke mal, ich werde jetzt die ganze Zeit am YOLO und so. Dann kann ich mir gut vorstellen, dass sie das vielleicht nicht ganz so toll finden. Könnte passieren. Ja, ne, also bei meinem Baumhaus habe ich eigentlich viele Bäume stehen lassen, damit das nicht so karg und leer aussieht. Aber ein bisschen weiter hinten ist auch schon wieder die Hälfte vom Wald weg. Ja, ich tue hier mir nur wichtige Bäume, nur wichtige... Bäume stehen lassen und ich habe halt, was ich halt auch ziemlich geil finde, ich habe mich halt in anderen Let's Plays mal geguckt, so was bauen die so, wie baut man, kann man sowas bauen, Ideen so geholt und da sind echt geile Dinger bei rausgekommen. Auch den einen Gedanken von Kronk feiere ich ja sehr, dass er so einen Kreis bilden will aus Plattformen, die verbinden will mit solchen Brücken und unten drunter dann einen Ball machen will, dass du sozusagen auf dem Ball herumläufst. Das ist natürlich auch eine sehr geile Idee, ne? Das ist gar nicht mal so dumm, ja. Aber ich habe jetzt so meine Dings. Ich habe eine andere Idee, was ich da noch baue, wenn ich hiermit fertig bin. Jetzt muss ich erstmal ganz kurz mir einen Lurch in den Magen kredenzen. Dazu begebe ich mich zum Lurchomaten. So, dann gucken wir mal hier hat... Alles klar. Mist, jetzt habe ich hier irgendwo meinen Holzschlitten hin. Ach, da hinten steht er. Ich hatte die eine Folge nur so geil. Wo Kronk? Wir reden hier wieder über Kronk. Das ist nicht gut für mein Image. Nein. Wo der
wo der in sein, wo der, ich glaube, es war heute sogar die Folge, wo der in seiner Parzenfalle ein Lurch hatte und sich gedacht hat, nee, der gehört da nicht rein und den einfach nicht gegillt hat, sondern einfach da drin gelassen hat. Und nach einer Weile ist er einfach verschwunden gewesen. Das war so geil. Oh. Und ich dachte mir so, kill ihn doch, kill ihn doch. Oh, nee. Ach, Quatsch. Völlig überbewertet. Ich muss überleben, ich töte das Essen nicht. Ich glaube, das ist ein Bug. Nein, das ist eine Falle für beides. Klingt komisch, ist aber so. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken hier. Lurch. Es gibt heute Abend Lurch, Kinder. Njam, njam, njam. Ich will den Schwanz. Hier hat Schwanz gesagt. Let's play ab 18 jetzt. Weil wir wissen ja, Lurchschwänze sind nicht für, nicht für kleine Kinder. Da kann man sich ernsthaft. Ach komm, bei Kiga gab es auch schon Schwanzvergleich. Ja, ja, aber wenn du, wenn dir so ein, so ein, so ein, oh. Wenn dir so ein Lurchschwanz ins Auge springt, du, dann kann wehtun, ne? Das ist natürlich echt hart. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Das Wort hart passt. Es ist sehr versinnbildlichend in dem Moment. Sehr aussagekräftig. So, jetzt werde ich hier das gesamte Waldstück hier mal abholzen. Und da habe ich die Nischenfalle. Für meine Hütte nutzen. Weißt du eigentlich, warum ich die Fallen gemacht habe? Hat einen ganz simplen Grund, und zwar, also diese Dinger, die so hochschnappen, weißt du ja, ne? Hm? Weil ich habe den Ball, den kannst du auch ineinander fügen, ne? Und das habe ich gemacht. Und im Endeffekt hatte ich einen Ball, der einen Meter in der Luft geschwebt ist, oder geschwebt ist, ist das Deutsch? Geschwebt ja, hat. Bei mir schwebt auch ein paar Meter in der Luft. Und deswegen habe ich mir einfach gedacht, die Dinger, die schweben, da tue ich mir einfach, unten drunter dieses Ding setzen. Wenn die da unten drunter durch wollen, rennen sie einfach in die Stacheln rein. Fertig. Oh, das ist praktisch. Ja, ne? Oh, das muss ich mir merken, das muss ich danach auch mal machen. Und so viel kosten die jetzt wirklich nicht. Die kosten 4 Baumstämme und ein paar Sticks und ein bisschen Holz. Das war's. Oh, ne, das geht auch